Endlich wieder vereint. Ein Junge springt seinem Vater in der ukrainischen Hauptstadt Kiew überglücklich in die Arme. Monatelang waren sie unfreiwillig getrennt. Alles begann im Herbst des vergangenen Jahres. Die Familie lebte in der damals von russischen Truppen besetzten Stadt Cherson. Von dort wurden die Kinder zu einem angeblichen Ferienlager auf die annektierte Krim gebracht. Aus einem vermeintlichen Kurzurlaub wurden Monate der Trennung. Nun ist es der Hilfsorganisation Save Ukraine gelungen, 17 Kinder zurück nach Kiew zu bringen. Unsere Mission, die Rettungsmission, wie wir sie nennen, ist heute zu Ende gegangen. Wir haben 17 Kinder zurückgebracht, die in die Russische Föderation deportiert wurden und auf dem Territorium Russlands und den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine geblieben sind. Heute haben wir 17 Kinder zurückgebracht. Insgesamt hat unsere Organisation bereits 61 Kinder gerettet. Nach Angaben Kiews wurden seit der russischen Invasion mehr als 16.000 Minderjährige nach Russland deportiert. Viele von ihnen sollen in Heimen und Pflegefamilien untergebracht worden sein. In der Schule hatten uns die Lehrer gesagt, dass wir für 2 Wochen in ein Lager gehen werden. Wir fuhren auf die Krim, ich wollte mit. Wir waren dort 6 Monate lang. Zuerst im Lager Freundschaft und dann im Lager Strahlend. Der Internationale Strafgerichtshof erließ kürzlich Strafbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen unrechtmäßiger Deportation ukrainischer Kinder. Der Kreml bestreitet die Vorwürfe und behauptet, lediglich Kinder vor den Schrecken des Krieges zu retten.